Morgen. Morgen Mahlzeit. Oder wann auch immer gerade ihr das guckt. Morgen, Mittag, Mahlzeit, abends. Gute Nacht. Ich habe heute Nacht um eins geguckt. Nein, das auch noch. Ja. Ja, heute mal wieder im Moviebar. Ja. Ein bisschen die Platin-Karte ausnutzen. Ja. Und gucken, ja, was sich so tut zwischen den Schließungstagen. Um uns auf den Laufenden zu halten, um zu wissen, verlängern wir oder verlängern wir nicht. Das ist jetzt die Frage. Das entscheiden die nächsten 2 Monate. Ja. Wir werden sehen. Ja, und jetzt erstmal für euch das Intro und dann den Eingang. Also dann sehen wir uns drin wieder. Mal schauen, wofür wir uns einigen. Ob es das Frühstück sein wird, ob es eine Attraktion sein wird. Ihr werdet sehen. Ja, Tim ist ja nicht dabei. Also erst... Star Trek Park? Genau. Oder Studiotour? Studiotour. Okay, also diese Tour. Erstmal das Intro jetzt. Genau. Bis gleich. Freizeit, wir nehmen Tour. Hilfe! Hat mal jemand eine Leine für ihn? Nein, gibt keine für mich. Ich bin meine eigene Rasse. Das ist eine Rasselbande. Ja. Ach ja, und heute ist noch ein besonderer Tag. Ne? Also, sie sieht es zwar im Nachhinein in den Vlogs, aber herzlichen Glückwunsch, Jennifer, heute zu deinem Ehrentag. Alles Gute zu Geburtstag aus dem Moviepark. Wärst du hier, würde ich dir zum Geburtstag schenken, mit Markus Dora zu fahren. Aber die ist ja down. Ja, jetzt geht erstmal ab auf die Studiotour. Yay! Da stehe ich. Ja, genau. Nee. Nicht. Stimmt. Ich stehe da. Da stehe ich. Der Parkplatz ist nicht mehr drauf. Abenteuerliches Unterfangen sein. Lassen Sie sich daher von mir auf alle Eventualitäten vorbereiten. Juhu, da sind wir eine schöne Fahrt gefahren. Direkt zweimal. Ja. Man hat uns direkt gesagt, am Anfang der Fahrt, Onboard-Sound müssen wir noch selber machen. Ja, genau. Ja, aber irgendwie verlerne ich den. Ich musste den mal wieder hören. Ja, das stimmt. So, und jetzt geht's für uns erstmal ab in die Ecke frühstücken. Gemütliches Frühstück. Ah. An einem stillen Ort. Ja, am stillen Örtchen.
Ja, da ging das Frühstück doch ein bisschen länger, als ich gedacht hatte. Ich hatte gedacht, ich könnte Star Trek noch vor Stunt Show schaffen. Aber das haut leider nicht hin. Ja, also Star Trek hier sehen kannst du. Ich guck gerade auf. Ja. Ja. Also geht's jetzt erstmal für uns zur Stunt Show. Ja. Das seht ihr wieder im Extra-Video und dann sehen wir uns das dann schon wieder. Mal gucken, ob ich dann zu Star Trek schaffe oder vielleicht doch dann von Helsing. Ich lasse mich überraschen. Überrascht mich. Nö. Nö. Jo, nach einer schönen Stunt-Show geht's jetzt direkt mal ab nach von Helsing. Eine Runde Grusel. Gruseln. Wohl, gruseln kann ich mich ja jetzt schon. Ne? Oha. Ja, direkt nach von Helsingen, da hatte ich so einen Schiss in der Buchse, da muss ich direkt mal aufs Klo. Nein, das wussten wir ja schon vorher. Ja, und was liegt natürlich direkt hier in der Ecke? Was kann man dann direkt mal mitnehmen? Star Trek! Genau, mit Warp-Geschwindigkeit. Sie heute als angehende Offiziere hier auf dem Campus der ruhmreichen Starfleet Academy begrüßen zu dürfen. Seit die Academy im Jahr 2161 gegründet wurde, haben bereits viele berühmte Offiziere hier. Leute, mir ist einfach viel zu voll hier. Was? Fischer? Ja, auch schon lange nicht mehr hier gemacht, im Movie Park. Oh, bis 16.30 Uhr offen. Hier gibt es sogar eine Schließungszeit, geil. es geht ab auf den Heufon mit unserer lieben Mare. Tada! Und sie macht's freiwillig. Ja,
doch jetzt mal wieder auf die Studiotour. Weil heute so wenig Wartezeit ist, kann man das ja das noch geben. Ja, aber ich ist, als wenn es schon gepasst ist. Mal gucken, was da ist, irgendwo wieder. Scheiße, aber morgen ist auch. Ich hab auch keine schlechte Plattform gesehen. Aber die Beine auch nicht. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kinder, willkommen in den legendären Moviepark Studios. Mein Name ist Andy, Regieassistent, ist ein berühmter Regisseur und Videograf. Ja, und nach einer schönen Studiotourfahrt stehen wir direkt hier neben unserem EXC. Also eine Runde nass machen. Ja, ich habe den Wassermagneten wieder dabei. Dann bleibe ich ja mal trocken, würde ich sagen. Ja, Markus, es ist keine Sonne, dann hast du den Wassermagneten. Ah, wir werden sehen. Ich hoffe nicht. Oh oh. Sieht sehr leer aus. Sieht so aus, als ob wir direkt ganz durchlaufen können. Also drückt uns mal die Daumen, dass trotzdem nicht gefüllt wird. Doch, da steht schon Mansch. Ein Mansch. Die Frau haben wir auch schon wieder verloren. Verlieren wir öfters. Hoffentlich schafft ihr noch nachzukommen. Ja, sonst müssen wir langsamer laufen. Noch langsamer, das geht. Noch ja, wie war das mit nass? Diese Attraktion ist defekt. Die hat eine Nassgarantie. Ja, ein bisschen was habe ich auch abgekriegt. Ja, ich auch. Ja, wir haben alle ein bisschen abgekriegt. Ein bisschen. Aber die sieht man am besten, die Leute. Das ist so ja, schön. Ich habe hellere Klamotten an. Bestimmt vielleicht. Ja, und jetzt geht's ab zur Parade. Ja. Was ein Muss ist. Muss. Patrick. Ja, eine kleine schöne Parade, abgespeckt, die noch nicht mal durch den Park gar komplett fuhr, nur einfach unten rum, statt oben am Brunnen. Ja, irgendwie fehlten da auch die Tänzerinnen. Ja, die haben wir heute frei. Ich hatte nichts zu tanzen hier. Ja, und jetzt geht's nochmal auf die Studiotour.
weiß, der Onboard-Sound geht nicht, aber ich bin noch am Üben, dass ich den vielleicht mal komplett nachsprechen kann, weil ich eine komplette Fahrt hinkriege. Markus will den ersetzen. Ja, ich mach's mir selber. Selbst ist der Mann. Ey, guck mal, da fehlt irgendwie Licht. Ja, oder? Aber sei es so, ich fühle mich geehrt, heute hier bei seinen Gott sein in uns. Aber die war heute Morgen noch ganz. Ich weiß das, ich habe das gesehen. Ja, aber das sieht ja kein Mitarbeiter, dass die kaputt ist. Vielleicht solltest du das mal. Ja, heute Abend Mario Kart, ne? Ich habe gerade Anfrage geschickt. Jo, und was habe ich ja auch schon lange nicht mehr gemacht? Den Gozi. Ja, direkt ja hier Baustelle nebenan. Da kann man auch direkt mal nach Ghost Chaser fahren. Genau. Tada! Ja, und dann habe ich mich doch nochmal entschieden, es geht doch ab mal nach Bendig. Auf den Höllenritt. Ja, und ich habe meinem Chef gesagt, ich werde mich schonen, weil meine ganze rechte Seite wehtut, weil ich, wie ihr jetzt hier oben sehen werdet, verviermal die ganze Zeit über 14.000 Stück waren das, 14.000 Mal diese Bewegung gemacht habe und es ging ganz schön in die Seite rein. Aber wir werden es testen, aber es trotzdem noch Bendig sicher ist. Wenn er nachher nicht mehr vloggt, wisst ihr Bescheid. Ja. Und jetzt geht's ab nach Bendig. Oh, hier gibt's gar keinen Sound diesmal. Hat der Hund aufgegessen, der Fuchs ist. Ah, nee, ist heute stiller Feiertag. Nee, heute nicht. Sicher? Ich weiß nicht, vielleicht im Bikini Bottrop, aber... Ich weiß nicht so genau. Ich habe den ruhigsten Bereich des Parkes gefunden. Die Holzachterbahn, der ruhigste Bereich. Ja, aber die Munden toten noch aus. Aber die Lüfter funktioniert. Totenstille. Muss der Park Strom sparen? Ja, ich glaube, mein Bruder meint, ich war jetzt schon seit langem mal wieder nicht lieb. Oder? Was meinst du? Ich weiß nicht, aber du brauchst mal wieder ein paar Ohrlaschen. Ja, der meint, ich müsste mal wieder verprügelt werden. Ja. Er möchte mit mir auf Iron Claw. Ja, also die Zeit, die reicht ja gerade noch so. Ja. Vor Star Trek. Also muss ich das anscheinend wohl noch machen. Auf geht's nach Iron Claw. Ja, Iron Claw, er kriegt wieder Ohrlaschen. Und was sagen wir jetzt? Iron Claw, Iron Claw, Iron Claw. gerade schon fast Kopfschmerzen vom Bendig bekommen. Ja, die schlägt ja nicht so, die gibt ja höchstens Ohrfeigen, das müsste ja noch gehen. Selbst das Skelett ist ja schon verschwunden. Hat schon Angst gekriegt vor der Fahrt, ja, das Skelett. Ja. Sind wir schon bei unserer Abschlussfahrt angekommen? Ja, krass, ey, wie schnell der Tag wieder rum ist. Iron Crew vorher noch gefahren, ne, da fahre ich doch lieber Bendig. Ich sehe es genau andersrum. Ich fahre lieber Iron Crew wie Bendig. Ja, du saßt ja auch auf der Achse, sehr schön.
Ja, und jetzt geht's nochmal zu unserer Abschlussfahrt. Star Trek! Die Rappelkiste. Ja. Und dann melden wir uns im Schluss nochmal. Bis gleich. Oh, hat die Richtung geändert. Geladen. Warte, jetzt ist das vollständig geladen. Operation Enterprise wird geladen. Ne. Jo, da ist der Moviepark-Tag wieder vorbei. Ja, ich würde euch auch gerne mal ein Video mitbringen von Captive VR, was ja Star Trek anbietet. Wenn ich nicht seit 2 Monaten schon wieder keine Videos bekommen würde, trotz Scannen. Also, naja. Habe ich es aufgegeben. Nee, hast du ja nicht, du hast ja immer noch gescannt. Ja, ich habe es gerade nochmal ausprobiert und wieder nichts geworden. Ja, deswegen leider kein On-Ride. Vom Abschlussfahrt. Ah, schade aber auch. Habe ich jetzt lange Zeit versucht, klappt irgendwie nicht. Moviepark macht es so wie andere Parks. Lasst uns die GoPros. Dann sehe ich aber auch nur nach vorne und ich nicht. Ja, wieso? Du kannst doch eine Face-Ride machen dann. Oder ein besseres System anbieten. Oder so. Ein System, was dem Moviepark selber gehört, wo man dann Ansprechpartner hat. Und so weiter. Ja, wie jetzt, klar, kann ich mit Captive VR, kann ich jetzt Kontakt aufnehmen. Ich kann denen jetzt schreiben, hey, was soll die Scheiße? Ich bin um diese Uhrzeit gefahren, ich möchte dieses Video haben, ich habe die und die Klamotten angehabt, ja, dann kann ich darauf unter Umständen 2-3 Tage warten, dann kriege ich mein Video. Aber ist das Sinn und Zweck der Sache? Nee, also ich muss doch nicht immer hinter den Sachen hinterherlaufen, weil sie nicht funktionieren. Aber auch nur, wenn du Glück hast. Ne, das haben die mir ja geschrieben. Ich habe ja schon mehreren Kontakt mit denen gehabt, weil ja da nur, ja, seitdem es das System gibt, nur Probleme gibt, leider. Naja. Egal, Hauptsache, man hat selber die Fahrt mit Spaß gehabt. Müsste selber vorbeikommen, fahren. Das ist immer das Beste. Ja. Selber fahren. Ja, und wenn ihr wirklich Shows sehen wollt, dann kommt nicht freitags. Also Shows außerhalb der Ferien gibt es wohl nur samstags und sonntags. Früher gab es das auch freitags, auch sogar donnerstags, wenn der Park dann jetzt Halloween auf hatte, aber es ist alles irgendwie anders geworden. Ja, Shows sind eigentlich nur noch Wochenendaktionen. Ja, also der Preis ist derselbe, aber ihr kriegt weniger geboten freitags. Ja. Dann sollten sie, auch wenn sie die Sache nicht anbieten, dann für freitags günstigere Preise machen. Eigentlich ja, weil es wird ja auch was. Ja. Naja. Aber das ist ja nur meine Meinung. Jeder hat da seine eigene Meinung zu. So geht jetzt, wie gesagt, trotzdem haben wir einen super schönen Tag. Geht wieder mal zu Ende. Ja. Habt ihr noch was zu dem schönen Tag zu sagen? Es war ein schöner Tag, ja. Und wir sind viel gefahren, was für uns schon viel bedeutet. Ja. Es war nicht so voll. Ja. Und das Wetter hat sich sogar gehalten, Gott sei Dank. Ja, das kommt auch noch dazu. Und wir sind wirklich überall. Ja, jetzt sind wir noch umgefahren. Das sind doch nur Holländer. Die ja. Ja, die fahren in diesem Sinne, ja. Für die Leute, lasst gerne einen Kommentar oder Like da. Genau. Was ihr dazu sagt. Und dann, ja, für die Leute, die es noch nicht getan haben, das Abonnieren nicht vergessen. Die Glocke drücken. Und dann sehen wir uns wieder, wenn es heißt Fun und Freizeit Winnie, nur für euch unterwegs on Tour. Tschüss.